Schiedsrichter nehmen jedes Wochenende lange Fahrten auf sich, damit Fußballspiele überhaupt erst stattfinden können. Gedankt bekommen sie das oftmals mit Buhrufen der Zuschauer oder Pöbeleien der Spieler. Manchmal kommt es aber sogar noch schlimmer, nämlich dann, wenn die Schiedsrichter von Zuschauern und Spielern gewalttätig angegriffen werden. Besonders in der vergangenen Saison soll das so häufig wie noch nie passiert sein. Seit Beginn der Statistik 2014 wurden noch nie so viele Fußballspiele abgebrochen wie in der Saison 2021-2022. Die betroffenen Schiedsrichter berichten von Pöbeleien, Gewalt und mangelndem Engagement. Rund 900 Partien wurden laut dem Deutschen Fußballverband bei Bund Deutschlandweit im Amateurbereich vorzeitig beendet. Das ist Rekordwert. Und einer, der das am eigenen Leib erfahren hat, und zwar im Jahre 2019, ist Jens Schmidt. Ich freue mich, Sie bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. 2019 wurden Sie ja, angegriffen auf einem Fußballplatz. Das Spiel wurde dann vorzeitig beendet. Schildern Sie uns noch einmal die Situation. Was ist da genau passiert? Ja, korrekt. Es war das Halbfinale vom Verbandspokal, vom Südwestpokal und äh es war sozusagen der Sprung ins Finale, der Sprung, der die Möglichkeit bietet, für die Mannschaften zum DFB-Pokal zu kommen. Und äh, es war ein hitziges Spiel, es gab schon Feldverweise und dann war es im Endeffekt so, dass ein Spieler den eigentlichen Schiedsrichter angegangen hat, der dann dafür die rote Karte gesehen hat, aber die Nummer nicht gesehen werden konnte. Dann kam es zu Tumulten, also Spieler waren auf dem Platz, Trainer waren auf dem Platz und... Äh, dann konnten wir den Täter in Anführungszeichen ausmachen, als der gemerkt hat, oh, wir haben ihn identifiziert. Dann ist er Richtung Schiedsrichter los. Ich stand als Assistent dazwischen. Das Erste war dann ein kleiner Schubser, den ich abgekriegt habe, den ich noch abwehren konnte, in Anführungszeichen, weil man rechnet eigentlich gar nicht damit. Man hat mhm. immer noch so im Kopf, es ist Respekt da oder es ist eine Hemmschwelle da, wirklich jemanden tätig anzugreifen. Und dann äh, kam der Schlag, mit dem ich nicht gerechnet habe, und dann ging ich auch gleich zu Boden. Und ja, dann gab es noch Tumult und da wurde das Spiel, wie Sie richtig gesagt haben, abgebrochen, weil es die einzige Möglichkeit ist. Trotzdem sind Sie noch äh, Schiedsrichter. Ab welchem Punkt würden Sie denn sagen, jetzt ist genug, jetzt höre ich wirklich auf, weil das, was ja passiert ist, ist ja eigentlich schon schlimm genug? Ja, das ist richtig. Äh, aber ich glaube, die Kollegen, wenn es so wie bei mir ist, die das mit Herzblut machen, die wirklich das Hobby als mehr als nur ein Ehrenamt sehen. Ich meine, es ist kein Beruf bei uns im Amateurfußball. Also den Punkt, dass ich aufhöre, der kommt wahrscheinlich irgendwann, wenn ich in Rente gehe. Aber ansonsten, viele andere hätten, hätten vielleicht auch aufgehört, weil ich meine, man macht ein Ehrenamt und wird dann tätlich angegriffen. Für das Spiel habe ich 20 Euro gekriegt und die Anfahrt, also reich wird man damit nicht. Was glauben Sie denn, woher kommt denn diese Gewalt gegenüber Schiedsrichtern? Gute Frage. Also die Frage habe ich auch schon öfter gestellt gekriegt, seit es seitdem passiert ist. Ich denke, es ist auch gerade, wie wir mal vorhin bei der Polizei gehört haben, es ist einfach unsere Gesellschaft. Also ein Zerfall der Sitten und äh, Luft rauslassen, ich weiß es nicht. Es ist halt immer das Einfachste, dem Schiedsrichter die Schuld zu geben. Dann ist natürlich die Sache, habe ich kurz Emotionen oder gehe ich in die Stufe, dass ich verbal angreife oder wie in solchen Fällen halt auch tätlich angreife. Aber ein Grund dafür in meiner Kinderstube kann ich es nicht erklären. Ein unfassbar spannendes Thema. Wir bleiben bei Ihnen, machen nach der Werbung weiter und blicken jetzt einmal kurz oder machen kurz eine Verschnaufpause. Herzlich willkommen zurück und wir bleiben beim Thema Gewalt gegen Schiedsrichter. Und bei mir ist Jens Schmidt, Schiedsrichter aus Ludwigshafen. Herr Schmidt, inwieweit werden Schiedsrichter denn auf solche Situationen auf den Fußballplätzen vorbereitet? Gibt es da Schulungen? Also wir haben im Endeffekt haben wir die äh, Schiedsrichterausbildung, die im Südwestdeutschen Fußballverband mit, zwei, äh, mit einem Wochenende angesetzt ist. Das ist wirklich Regelschulung. Danach geht es in die Patenbetreuung. Also da werden, da werden junge Schiedsrichter betreut, äh, die ersten drei Spiele. Und dann gibt es in jeder Schiedsrichtervereinigung Lehrabende einmal im Monat. Aber da haben wir natürlich alles mit drin. Ist es die Regelschulung? Sind es äh, sind's Videoschulungen oder sind es auch solche Situationen mit Rollenspielen? Aber man muss sich immer überlegen, auch jetzt die Schiedsvereinigung, wo ich dazugehöre und leite, da haben wir 150 Leute, auf so einem Lehrabend sind 100 im Schnitt. Und dann wirklich äh, damit Schulungen zu machen auf dem Niveau ist schwierig. Vor allen Dingen individuell auf die ganzen Situationen einzugehen, ist ja fast unmöglich. Welche Maßnahmen schlagen Sie denn vor, um die Situation zu verbessern? Also man muss natürlich sehen, dass wir gerade im Amateurbereich alles ehrenamtlich agieren. Da ist natürlich die Frage, nimmt man vielleicht doch mal von Verbandsseite Geld in die Hand, um sich Profis reinzuholen. Weil klar, es macht jeder nach bestem Wissen und Gewissen, aber alles ehrenamtler. Das ist die eine Seite, dass man auf die Schulungsmaßnahmen, sage ich mal, professioneller wird. Und das andere aber auch Vereine sensibilisieren und den Vereinen bewusst machen, dass sie die Verantwortung haben auf ihrem jeweiligen Sportgelände. Sie sind noch Schiedsrichter, hatten Sie ja gesagt. Ja. Haben Sie solch eine Situation noch einmal erlebt? Noch einmal nicht, im Vornherein ähnlich, aber sage ich mal, das war mein Höhepunkt und danach blieb es bisher eigentlich ruhig. Ich meine, dadurch, dass es in den Medien waren und dadurch, dass ich auch schon länger auf dem etwas höheren Niveau gepfiffen habe, waren es dann viele, sage ich mal, die auch besorgt waren in Anführungszeichen. Aber man kommt doch wieder als mal auf Sportplätze, wo es dann die Leute wissen und es einem dann unter die Nase reiben oder in der passenden Situation gegen einen ausspielen. Und das ist dann auch einfach schade. Dann fragt man sich, was geht den Menschen vor? Hm. Jens Schmidt, ich danke Ihnen für das wirklich interessante Gespräch und drücke Ihnen die Daumen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Gerne, danke. <laughs>